Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Seit der letzten Folge hat sich einiges verändert und erstens, wir spielen mit dem Shader und zweitens habe ich Optifine drin. Ja. Also drehen wir uns mal um, dann gehen wir in unser Haus rein. Hier hat sich einiges verändert, das hier hatten wir gemacht, glaube ich. Aber ich habe hier mal die Technikebene wieder eingerichtet, dass wir hier weitere Ressourcen produzieren. Und hier, das habe ich ausgekleidet. Da oben sind jetzt Fenster drin. Da gehen wir auch mal gerade hoch. So, hier sind grüne Fenster drin. Dann kann man hier raus und guckt dann so in diese schöne Landschaft. Und hier ist unsere Bahnstrecke. Oh fuck, nein, pfui, aus, verpiss dich da. Ich habe keine Fernkampfwaffe. Gut, sehr schön. So, und ich würde sagen, wir fahren einfach mal in die Stadt. Hier habe ich noch Minecraft, weil ich habe die Anlage hier noch nicht gebaut. Setzen wir einfach mal hier hin, setzen uns rein und dann fahren wir auch schon. Und ja, dabei können wir jetzt hier die schöne Landschaft erblicken. Das hier ist gerade eine Hochbahn. Und hier geht es dann rasant runter. Wo es dann letztendlich zur U-Bahn wird, jetzt gleich. So, hier nochmal ganz normale Bahn. Und hier kommen wir dann in den neu gebauten Tunnel. Der ist halt noch nicht wirklich schön und ausgekleidet, aber das mache ich auch nicht. Ja, hier muss ich. Gut, dann wären wir hier nämlich jetzt im Hauptbahnhof. Und dann gehen wir nämlich einfach mal hier hoch. Gucken wir uns mal hier die Stadt an mit dem Shader. Also ich persönlich finde das echt geil, vor allem mit den Bäumen. Der Baum des Lebens, der weht im Wind. Hier ein paar Bäumchen. Und ja. Ich gehe jetzt mal zur Nahrungsmittelproduktion, weil uns tatsächlich die Nahrung ausgeht. Und das ist nicht so gut. Die Leitung hatte ich übrigens gekappt, die nach oben führt. Ah, und an den Hafen gehen wir auch, wegen dem Wasseranimation. So. Hier, das sieht einfach geil aus mit dem Glas, weil sich das jetzt verbindet. Hier sind nach wie. Die Lava ist scheiße. Okay. Okay, hat noch nichts produziert hier. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ans Wasser. Es wird gerade Nacht, glaube ich. Oder es fängt an zu regnen. So, hier einmal durch den Tunnel, einmal hier durch. Ich persönlich finde das einfach so richtig geil hier mit dem Shader. Hier, das blendet ein bisschen. Aber darüber kann ich wahrscheinlich hinwegsehen. Und hier die Wasseranimationen einfach. Die sind so geil. Diese Folge habe ich eigentlich nicht wirklich was geplant. Ich wollte euch einfach nur kurz in Kenntnis setzen, darum wird es auch eine kürzere. Ich muss mal tatsächlich überlegen, was ich noch mache. Also wir haben ein paar Sachen. Wir können uns Waffen herstellen. Wir können uns die Dunkelstahlrüstung machen. Wir können ins End gehen und alles. Nur letztendlich war es ja eigentlich geplant, bisschen Real Talk jetzt, eigentlich geplant, dass, ein Freund dazu kommt, der meldet sich allerdings nicht mehr. Ich habe ja die Nummer über WhatsApp, da haben wir ein bisschen geschrieben. Wir hatten das auch versucht einmal, dass wir zusammen aufnehmen. Hat allerdings nicht geklappt, weil es Probleme mit dem Server gab. Die habe ich jetzt aber gefixt und jetzt antwortet er mir nicht mehr. Ich werde jetzt einfach mal gucken, was ich mache. Hier soll auch noch was Großes hin und da ist wieder so ein Willi.
Alter, wieso treffe ich den nicht? Gut. So, wir gehen wieder in den Hauptbahnhof. Ich möchte wieder zurück in mein Haus. Hier, die Kisten werden alle noch abgerissen und alles. Hier wird natürlich auch noch Innenleben reinkommen dann. Und hier. Gut, ist die Weiche umgestellt? Ja. So, hier muss ich noch eine Power Drill direkt hinterschalten, weil wir durch die Abzweigung extrem abgebremst werden. Aber hier geht es dann ein bisschen schneller los wieder. Wir brauchen extrem lange nach oben. Das liegt daran, dass ich die hier auch normale Schienen zwischen habe. Und wir extrem an Beschleunigung verlieren. So. Seht ihr ja gerade auch. So, hier sind wir jetzt auch schon wieder fast oben. Diese Kreuze, wie das da aussieht, das sind Wolken mit dem Shader. So, jetzt werden das zu richtigen Wolken und da fahren wir gerade auf unser Haus zu. Die grüne Wand ist jetzt nicht unbedingt. Oh, Mist. Oh. Also das da ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich so was Schönes, was sich an den Berg anpasst. Hat allerdings nicht so ganz geklappt. Darum habe ich es einfach so gemacht. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Da kommt auf jeden Fall noch was hin, da unten. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, wenn es soweit ist. Und ja, ich würde sagen allerdings jetzt auch, dass das mit dieser Folge war. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.